Herzlich willkommen zurück bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ich freue mich riesig, denn wir machen heute ein ganz großartiges Rezept, ein sehr alltagstaugliches Rezept, wie ich finde. Und zwar ist es letztendlich eine Mischung aus einer Gemüsequiche und einer Tarte Tatin. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Wir bedienen uns hier einfach komplett im sommerlich herbstlichen Gemüsebereich. Und das ist auch das Schöne an dem Rezept. Steht eh auch, Rezept findet ihr sowieso unten in der Videobeschreibung, steht auch mit drinnen. Tobt euch hier wirklich aus, was die Zutaten anbelangt. Das, was ihr gleich lassen solltet, sind die Bindemittel, die Grundmasse, aber an Gemüse wirklich könnt ihr dieses Gericht das ganze Jahr hindurch einfach machen. Egal ob im Herbst mit Kürbis, im Frühling mit mehr Spinat oder Spargel, im Sommer mit Tomaten und Mangold. Also wirklich, tobt euch da aus. Vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu differenzieren, eine Quiche macht man normalerweise einen Mürbteig oder kauft den fertig. Es gibt beide Möglichkeiten. Mürbteig ist letztendlich Butter, Mehl, Salz. Manche machen noch ein bisschen Hefe mit rein, das ist ein bisschen Geschmackssache. Der wird geknetet, kalt ausgerollt, dann natürlich in eine Form gelegt. Das wäre jetzt keine Quiche-Form, die sind meistens ein bisschen flacher, habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, vielleicht mit einem kleinen Muster. Wird da reingepresst, also schön dünn ausgerollt, reingepresst und dann eben belegt und mit einer Masse begossen. Ihr könnt mit der Masse, die wir hier machen, auch eine Quiche machen, denn das ist letztendlich eine Quiche-Masse, bloß es ist eine starke Abkürzung dahin. Das seht ihr gleich noch im Kochprozess. Was wir heute machen ist, wir bereiten jetzt erstmal unsere Gemüsemischung zu im Topf, binden das dann im Topf mit der Masse direkt ab. Das ist so der Shortcut, geht wirklich ganz schnell, einfach und entspannt. Und dann arbeiten wir im ersten Schritt noch nicht mit Teig, denn wir drehen das Ganze um. Bei der Tarte Tatin werden klassischerweise zum Beispiel süße Äpfel, die karamellisiert wurden, in eine Form geschichtet und da kommt ein Blätterteig drauf. Das heißt, es wird verkehrt rum gebacken, dann kühlt es aus und man stürzt das Ganze. Und wir führen jetzt bei diesem Rezept die Quiche und die Tarte Tatin zusammen. Die Props für dieses Rezept, die gehen raus an meinen Chefkoch, den Andreas Leib. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, bei mir hier in der Kochschule gibt es ja regelmäßig Dinnerabende und auch ganz viele Kochkurse. Und seit April ist bei mir der Andreas Leib mit am Start, einer der besten veganen Köche, die ich so kenne. Bin sehr dankbar, dass er bei mir ist. Und dieses Rezept ist von ihm und ich finde es so großartig, dass ich das eben gerne mit euch teilen möchte. Also die Props gehen an den Andi, danke dafür. Nochmal zurück, wir füllen die Masse dann hier rein in die Form, backen das Ganze erstmal, das ist der erste Schritt, eine halbe Stunde und dann kommt erst der Blätterteig mit drauf. Der ist jetzt noch im Kühlschrank schon zurechtgeschnitten und nachher stürzen wir das Ganze. Ihr seht es dann eh im Endergebnis, wirklich großartige Geschichte. Jetzt legen wir einfach mal direkt los. Den Topf habe ich schon bereitgestellt, beziehungsweise eine Stielkasserole, nur um das richtig zu benennen, ist letztendlich ein Topf mit einem langen Griff. Kann ich immer sehr empfehlen, wenn ihr so einen nicht habt. Ich arbeite unglaublich gerne mit Stielkasserolen. Sonst von den Zutaten, wir machen als erstes einfach die Grundgemüsemischung. Das ist ganz simpel. Wir haben hier ein bisschen Frühlingslauch, Knoblauch. Hier ist schon gelber Mangold geschnitten. Ich habe hier noch einen lila Mangold und dieses Rezept ist perfekt dafür, denn im Sommer und Herbst, also wer Gemüse anbaut und Mangold im Garten hat, der hat immer zu viel Mangold, genauso wie mit Zucchini. Und das ist eine perfekte Möglichkeit, um das zu verarbeiten. Was wir noch zu viel im Garten haben, ist Zucchini, wie schon erwähnt. Die ist jetzt sogar gar nicht so ein Riesenklopper, wie man sie dann oft sieht. Kommt auch mit rein. Dann haben wir noch ein paar Zwiebelchen, bisschen mehr gelbe Zucchini und ein bisschen jungen Lauch. Und als Bindemittel haben wir Seidentofu, Kichererbsenmehl, für den Geschmack ein bisschen Hefeflocken und Leinmehl. Also wirklich super simpel und auch die Mischung hier ist eigentlich sehr fettreduziert und sehr, sehr gesund. Das hebt natürlich jetzt der Blätterteig ein bisschen auf, muss man auch ganz klar dazu sagen, aber irgendwo muss der Geschmack ja herkommen. So, wir haben hier schon die Hitze mit drinnen, dann starten wir einfach mal mit der Zwiebel als erstes. Wie immer der Tipp, gebt zuerst das Gargut in den Topf, wenn es nicht super fragil und anhaftend ist, denn wenn ich das Öl zuerst in den heißen Topf gebe, dann raucht mir das gute Olivenöl ab, ab 180 Grad. Die ungesunden Stöffchen entstehen, dreht ihr das Ganze um. Haben wir schon den Faktor Verdunstungskälte einfach mit dabei und die Temperatur wird ein bisschen runter reduziert. Übrigens auch zum Öl sparen als großer Tipp sind solche
Ausgießer ganz perfekt, weil es kommt relativ wenig raus. In dem Fall ist er aus Glas, da muss man ein bisschen aufpassen, geht nämlich auch schneller kaputt, aber zum Dosieren ganz perfekt. Zum Thema Kochkurse noch, weil ich es vorhin angesprochen habe, wenn ihr Interesse habt, mal bei einem Kurs dabei zu sein oder bei einem Dinner, wir machen hier einmal im Monat Fine Dining Dinner Events, Andi und ich zusammen, 7 Gang plus Vorspeise plus hinterher und einfach in schöner Atmosphäre, dann schaut gerne mal vorbei, Link zu Kopins Kitchen findet ihr auch unten natürlich, damit ihr auch seht, dass hier auch außerhalb von YouTube viel und lecker gekocht wird. So, die gelbe Zucchini, einfach für die Farbe, auch sehr schön. Hier haben wir so Halbmonde, da mache ich jetzt so ein paar, na, Würfel sind es nicht, aber kleinere Stückchen draus. Und gleich mal ein Mangold hier mit dazu. Das spare ich mir noch ein bisschen auf. Das Schöne ist, wenn ihr das vorher hier einfach anröstet, dann kriegt ihr halt nochmal zusätzlich einen guten Geschmack und Röstaromen mit rein. Ne? Als, viel besser, als wenn ihr das einfach nur einstreut in die Quiche oder jetzt im Falle der Tartar. Ist viel mehr Power drin, viel mehr Geschmack, deutlich leckerer. Zum Thema Geschmack, ich suche mal ein Salz. Pfeffer habe ich gefunden. Wenn ihr Fragen habt zum Rezept, immer gerne unten in die Kommentare. Beantworte ich alles selber natürlich, nur um das nochmal zu betonen. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, freue ich mich sehr, wenn ihr das macht und auch die Glocke drückt. Alle 2 Wochen gibt es hier leckere Videos und vor allem, und das finde ich das Schöne, einfach so ein bisschen schönes Kochwissen zwischen den Zeilen, weil Rezepte gibt es genügend, Kochbücher und auch Rezepte online, von mir auch, aber gerade das Medium Kochvideo ist ja das Schöne, dass man so ein bisschen zwischen den Zeilen plaudern und erzählen kann und das ist in meinen Augen auch das Gold der ganzen Angelegenheit. So, Zucchini kommen auch mit rein. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen mehr Mangold, brauche ich nicht alles. Knoblauch auch. Jetzt der richtige Zeitpunkt. Ansonsten packt Rosmarin mit dazu, Kräuter, was ihr wollt. Also ist wirklich super reduziert jetzt die Variante. Wenn ihr Mangold nicht so zubereitet wie hier jetzt, hier wird es ja alles relativ gleichmäßig gegart, weil es ja auch noch in den Ofen kommt, dann, wenn ihr es in der Pfanne anbratet, immer zuerst die Stiele, gute 5 bis 6 Minuten und dann erst das Grün mit dazu. Öl brauchen wir noch. Ich mache jetzt gleich schon ein bisschen mehr Salz drauf, weil die Masse schluckt auch gleich noch mal ordentlich Geschmack. Mache auch noch ein bisschen Umami Finisher mit dazu. Das ist meine Gewürzmischung, die habe ich zusammen mit Soul Spice entwickelt. Vielleicht schon mal gehört. Werbung in eigener Sache auch. Wenn ihr Interesse habt, Link ist auch in der Videobeschreibung. Großartiges Umami Gewürz, um auf natürliche Weise ordentlich Power mit reinzukriegen. Das sind 4 Mischungen, die ich da entwickelt habe. Und das ist der Finisher. So, jetzt
noch den Frühlingslauch mit dazu. Und dann starten wir eigentlich schon mit dem Abbinden. Und das ist jetzt ganz simpel und auch wunderschön, weil man benötigt so wenig Küchenutensilien. Ja, oft saugt man sonst noch den Mixer an, dann kommt es damit drauf. Machen wir alles nicht. Wir machen einfach den Seidentofu. Seidentofu bekommt ihr wirklich in jedem Biomarkt. Gerne auch mit der Flüssigkeit, die da drinnen ist, einfach so wie er ist, mit dazu. Das schon mal gut vermischen. Der löst sich relativ gut auf. Bisschen klumpig, aber sehr, sehr dezent. Sieht so ein bisschen aus wie jetzt so ein Rührei, so ein gestocktes Ei. Eiweiß. Hast du das? Dann die Würze nochmal. Das sind Würzhefeflocken. Passt da einfach ganz gut dazu. Ihr könntet auch einen Schuss Sojasauce mit reinmachen. Oder Pilzpulver, würde genauso funktionieren auch als Umami-Geber. So, und jetzt binden wir das einfach ab mit Kichererbsenmehl. Und Leinmehl. Leinmehl ist letztendlich entöltes Leinsaat, also sehr hoher Proteingehalt, genauso wie das Kichererbsenmehl auch. Leinmehl hat aber deutlich mehr. Ich sag's lieber nicht, weil Halbwissen, aber auf jeden Fall mindestens das Doppelte. Man kann aber auch nicht so viel davon essen, muss man auch dazu sagen. Also Kichererbsenmehl könnte man viel mehr konsumieren. Schaut her, und jetzt rühre ich das einfach gleichmäßig durch und das ist das Schöne, ich mische das da einfach drunter. Hitze ist jetzt schon aus, jetzt bindet es auch schon ab, ist gleichmäßig verteilt und das war's. So, check. Jetzt aber auch wichtig, dass wir das Ganze natürlich noch probieren. Sehr schlecht vorbereitet bin ich, da sind die Löffel. Weil, wenn ihr das jetzt nicht würzt, kriegt ihr hinterher den Geschmack auch nicht mehr rein. Ist jetzt nicht so lecker, ne? Das Kichererbsenmehl ist jetzt noch roh. Hefe ist so ein bisschen im Vordergrund. Ich mache einen Schuss Olivenöl drauf. Zwinker, zwinker. Salz passt fast. Der Umami-Finisher, der ballert da schon ordentlich. Und ich bediene mich hier noch an meiner Gewürzschublade. Das hier übrigens auch immer, falls ihr die noch nie gesehen habt. Magst du da mal drauf? Geht nicht? Okay. Also hier ist meine Gewürzschublade. Links neben dem Herd, dass ich sie einfach aufziehen kann. Ja. Und da mache ich jetzt noch ein paar mediterrane Kräuter einfach mit rein. Das ist aber wirklich komplett flexibel nach Gusto. Dann lasse ich es ein bisschen runterkühlen und dann gehen wir zum nächsten Schritt. Auch ganz easy. Hier eine schöne banale beschichtete Kuchenform. Da habe ich vorher schon den Blätterteig, der ist einfach gekauft, nicht frisch gemacht, nach dieser Größe einmal ausgeschnitten. Der ist aber kühl. Und was ich immer noch mache, ist, ich lege gerne so eine Dauerbackmatte mit rein. Ist ein bisschen sparsamer als Backpapier. Und somit passt es unten auch, ne? Also das heißt, hier kann nichts ankleben. Und für die Optik, damit wir auch da eine schöne Tat rauskriegen, schneide ich jetzt hier noch eine super reife Tomate auf. Das ist so eine Ochsenherz, die passt da ganz gut. Schaut das an, ist wunderschön, oder? Gemüse ist immer ein Traum. Hast du? Ja. Die kommt jetzt hier einfach mit rein. Ein bisschen einpassen. Schon wieder einen schönen Tatterich am Start. Das war der doppelte Espresso vor dem Filmen. Oder das Adrenalin vom Filmen, das kann natürlich auch sein. So, schaut's her, so sieht es aus. Hast du das? Das schnapuliere ich gleich so weg. Dann kommt da auch noch eine Prise Salz mit drauf. Einfach direkt als Würze. Und jetzt die Masse. Das ist ein Rezept, das ist wirklich für den Alltag, wenn man das einmal drauf hat, so bereichernd. Weil wenn ihr mal nach Hause kommt und noch viel Gemüse im Kühlschrank habt, aber echt nicht wisst, was ihr machen sollt, Seidentofu hält sich super lange,
Ihr könntet sogar einen normalen Tofu, wenn ihr also einen weißen und einen guten Mixer habt, den mit einem 50% Wasser einfach in den Mixer kloppen und richtig schön mixen, dann kommt effektiv eigentlich fast das Gleiche raus. So, dann wird das hier schön drauf ausgeklettert, soweit es geht. Ich hätte jetzt auch noch einen Spritzer Zitrone mit drauf machen können. Wollte ich eigentlich auch. Disclaimer, ja. Das hatte ich im Kopf und dann habe ich es wieder vergessen. Trotzdem lecker. Schaut her, einfach simpel ausgeglättet. Ab in den Ofen. Ofen ist vorgeheizt. Da gibt es übrigens gerade unterschiedliche Meinungen, ob das energetisch sinnvoll ist, den Ofen vorzuheizen. Ich bin der Meinung, kochtechnisch gesehen macht das einen großen Unterschied, ob ich ein Produkt mit hoch erhitze. In dem Fall hätte ich ihn auf jeden Fall mit hoch erhitzen können, dann verändert sich aber die Kochzeit. In manchen Anwendungen wie Pizza und Co. brauche ich die hohe Hitze, weil sonst kriege ich einfach ein anderes Ergebnis. Also müsst ihr selber entscheiden, das nur mal vom Koch die Aussage. Kommt rein bei 180 Grad Ober-Unterhitze auf die mittlere Schiene für circa 30 Minuten. Ja, dann ist es schön durchgebacken. Ich stelle mal einen Wecker. Perfekt. Also super schnelle Angelegenheit und jetzt stellt euch vor, ihr habt es ein, zwei Mal gemacht zu Hause und konzentriert euch auch aufs Kochen, nicht so wie ich, und redet nebenher so viel, dann geht es nämlich noch schneller. Also super flink, super lecker und vor allem am nächsten Tag auch noch sehr, sehr lecker. Das heißt, ne, also da können jetzt zwei Personen locker essen davon, schönes Abendessen, kleiner Salat dazu, den kann ich jetzt machen. Und morgen einfach nochmal ein Stück mit in die Arbeit nehmen. Ist ganz perfekt. Wir haben tolle Proteine drinnen, Seidentofu, Leinmehl und Kichererbsenmehl und ganz viel gutes Gemüse. Und jetzt nochmal zusammengefasst, halbe Stunde drinnen. Dann sehen wir uns in einer halben Stunde wieder. Dann kommt der Blätterteig nochmal für 10-15 Minuten on top. Das belegen wir zusammen. Dann muss er aber nochmal auskühlen. Also ist jetzt kein Rezept, das in 10 Minuten auf dem Tisch ist, ist klar. Aber es ist vom Grundaufwand her einfach wirklich sehr überschaubar. So, bevor wir jetzt in die Pause gehen, möchte ich noch unseren Partner von diesem Video vorstellen. Und zwar sind das meine Freunde von Omnibars. Jetzt kommt eine kleine Werbeeinheit, aber eine Werbeeinheit von Herzen. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, vor knapp 2 Jahren, ich müsste wirklich nochmal nachschauen, hat mich ein guter Freund angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, mit ihm einen Riegel zu entwickeln. Also er wollte einen Riegel auf den Markt bringen und hat mich einfach gefragt, ob ich da ein bisschen mitwirken möchte, was den Geschmack anbelangt. Und natürlich hatte ich sofort Lust drauf, gerade mit dem Fokus, es muss ein veganer Riegel sein, der muss super gesund sein, sehr zuckerreduziert, von den Nährstoffen her wirklich ganz viele Boxen einfach checken. Glutenfrei ist er auch, aber, und das ist mir ja immer wichtig als Koch, deswegen trampel ich ja teilweise auch auf so Themen wie Öl und so weiter rum, es muss lecker sein, weil wenn es nicht lecker ist, konsumiere ich die Dinge auch auf Dauer nicht. Also so geht es mir persönlich und das haben wir, denke ich, sehr, sehr gut zusammen hinbekommen. Ich habe halt ein bisschen beraten, was den Geschmack anbelangt, was die Kreationen anbelangt. Mittlerweile seht ihr da hinten auch, gibt es noch viele andere Sorten von Omnibars. Und ich möchte euch heute einfach den Carrot Ginger vorstellen. Das war nämlich das erste Baby, das die Produktion verlassen hat. Mittlerweile auch schon eine Weile auf dem Markt. Immer flächendeckender, auch zum Beispiel Edeka Süd hat es mittlerweile drinnen. Also er verbreitet sich und das Feedback ist ganz großartig. In dem Fall Carrot Ginger. Finde ich eine ganz tolle Mischung. Wir haben wirklich richtige Karotte damit drinnen, viel Ingwer, eine ganz leichte Salzigkeit. Und was ich finde immer passiert ist, wenn man ihn isst, man hat ihn nicht über. Mir geht das mit ganz vielen anderen Riegeln so, man ist unterwegs, will schnell einen Snack, die isst man ein, zwei Mal und ich kann sie nicht mehr sehen und das ist bei dem nicht der Fall. Natürlich bin ich completely biased, weil es sind ja auch meine Kreationen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr die einfach mal probiert. Falls ihr sie schon probiert habt, lasst gerne mal einen Kommentar da, welcher euer Lieblingsriegel ist und wie ihr sie findet. Carrot Ginger, bei mir, na, es gibt 2 Favoriten, aber das ist einer davon. Die anderen stelle ich euch gerne wann anders nochmal vor. Vielleicht ganz kurz, wir haben einmal
Rote Beete Kakao mit dabei. Wir haben einmal Kurkuma Lemon und einmal Acai Lime. Und es sind noch einige andere in der Pipeline. Denn da, und das finde ich total spannend als Koch, kann man sich komplett ausleben und schöne Kreationen machen, die es da draußen einfach noch nicht so gibt und die immer so einen kleinen besonderen Twist haben. Und natürlich das ganze Team um Omnibars, ganz großartig, toller Spirit. Die machen das wirklich von Herzen. Das ist ein Herzensprojekt, das da entstanden ist. Also maximal unterstützenswert. Wenn ihr Bock auf die Riegel habt, schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Da haben wir für euch natürlich einen Rabattcode. 15% Rabatt bekommt ihr. Der Code steht unten in der Videobeschreibung, genauso auch die Verlinkung. Ihr könnt die Einzelsorten kaufen, es gibt aber auch Mischboxen. Probiert euch da sehr gerne mal durch und ja, ich bin mega happy damit. Ich habe sie immer im Auto und immer dabei und ja, freue mich auf euer Feedback, was ihr dazu sagt. Werbung zu Ende. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 25 Minuten, wenn es hier weitergeht. Bis gleich. Tschüss. So, Finale für unsere Gemüse-Tartata. Ich hole sie mal aus dem Ofen. Blätterteig zugeschnitten ist schon da. Dann nur zur Aufklärung. Wir hatten jetzt eine kleine Pause dazwischen, weil ich hier in der Zeit natürlich nicht doof in der Gegend rumstehe, sondern wir filmen ja meistens 2 bis 3 Videos an einem Tag. Und das ist jetzt schon ein bisschen runtergekühlt, macht aber überhaupt nichts. Das ist entspannter auch. Ne? Also ihr könnt auch das pre-backen und dann am Abend zum Beispiel nochmal den Blätterteig on top machen. Ofen heizt es gerade nochmal hoch, schaut mal her. So sieht es jetzt aus, bisschen angetrocknet natürlich, weil es jetzt schon ein bisschen gestanden ist, aber wunderschön fest geworden, Gemüse scheint schön durch. Und jetzt, was wir machen, ist einfach den vorab ausgeschnittenen Blätterteig, wenn ich ihn gelöst kriege von der Matte. Vorsichtig. Da müsst ihr mal ein bisschen schnell arbeiten, weil der natürlich weich wird. Und den legt er jetzt hier einfach schön angepasst drauf. Dann kann man die Ecken, wenn welche überstehen, so ein bisschen zur Seite, so ein bisschen nach unten schieben. Das ist jetzt fast ein bisschen zu klein und stretcht den nochmal. Das passt aber auch. Ihr seht ja eh, die Masse an sich ist jetzt nicht super flüssig und haut euch ab. Also das hält trotzdem super gut. Ihr könntet jetzt, wenn ihr wollt, das Ganze noch mit ein bisschen Sojamilch oder Sojasahne bepinseln, erfahrungsgemäß. Passt es aber wunderbar. Heißt, ich schiebe das jetzt einfach nochmal für circa 10 Minuten in den Ofen, Ober-Unterhitze bei, habe jetzt hochgedreht, er hat es noch nicht ganz bei 220 Grad. Einfach bis es schön braun ist, angebacken ist und dann holen wir ihn raus, lassen nochmal ein bisschen auskühlen und fertig ist die Geschichte. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ihn aus dem Ofen hole. Bis gleich. So, das waren jetzt doch 14 Minuten. Müsst ihr ein bisschen schauen, je nach Ofen. Er war aber auch noch nicht ganz heiß. Und jetzt holen wir mal raus unser Tarte Tatin. Sehr schön. So, schaut euch das an. Von oben, glaube ich, sichtbar. Jawohl. Schön braun. Kleiner Fail auf meiner Seite. Ich habe genau die Form ausgeschnitten, schneidet mal einen Zentimeter drüber aus, macht ja auch Sinn, hätte ich mir auch selbst erklären können, weil der zieht sich natürlich ein bisschen zusammen. Das macht eh nichts, weil wir stürzen ihn ja nachher gleich, aber sieht einfach ein bisschen schöner aus, wenn er ein bisschen größer ist, drauflegen und dann ein bisschen die Kanten, so wie ich es auf der einen Seite gemacht habe, reinstopfen und dann hält es das Ganze auch schön, aber es ist eh schön fest, also werdet ihr dann gleich sehen. Das lasse ich jetzt aber auskühlen, lauwarm und dann stürzen wir es zusammen und schauen uns an, was rausgekommen ist und wie es schmeckt. Ja, bis gleich. So, endlich ist es soweit. Wir können das gute Stück stürzen. Habe ich gerade schon gemacht, weil ich es natürlich nicht abwarten konnte. Bisschen an der Seite lösen, dass da nichts reißt. Es ist jetzt eigentlich noch ein bisschen zu warm, aber ich bin jetzt nicht mehr bereit, noch länger zu warten. Das wird schon funktionieren. Dann natürlich jetzt nicht da rausstürzen, sondern erstmal den Ring abnehmen. Nochmal sicherheitshalber. Oh, schaut euch das an. Schön saftig noch. Also, wenn ihr es noch ein bisschen
länger stehen lasse, dann ist es natürlich noch stabiler. 1, 2 Risiko. Ah ja, Blätterteig, seht ihr ja hoffentlich, schön braun. Hätte auch noch ein bisschen länger, wäre ja auch gegangen. So. Mit der Platte. Oh, das ist noch gut heiß da unten. Also wartet einfach ein bisschen. Das ist eigentlich echt schmarrn da jetzt schon. Aber, und? Mit Schwung. Bisschen nervös bin ich jetzt schon. So, nehmen wir mal den Deckel weg. Oh, schaut euch das an. Beautiful. Ja, schaut mal her. Hier an der Seite, wenn ich jetzt drauf drücke, also man sieht schon noch, es ist einfach noch ein bisschen zu warm, also richtig heiß auf der Seite, deswegen konnte ich es auch nicht anfassen. Lasst es wirklich 20 Minuten, ich schreibe es ja nochmal ins Rezept rein, das auskühlen, dass es lauwarm ist. Dann ist es nämlich auch vom Schneiden her schöner, vom Wenden ist es einfacher und trotzdem sieht man, es ist einfach wunderschön angedickt, es ist trotzdem cremig, wir haben die ganzen Proteine drinnen, es ist schön würzig. Jetzt würde ich sagen, schneide ich halt trotzdem mal ein Stückerl raus, damit ihr das noch seht. Ja, das macht keinen Sinn. Ich muss ihn noch auskühlen lassen. Ist jetzt einfach noch zu cremig. Seht ihr gleich im Abspann. Wir blenden euch noch die Bilder ein vom Anschnitt selber. Dann müssen wir jetzt nicht noch einen Take machen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. So sieht das gute Stück aus. Kleine Stückchen probiere ich an der Seite trotzdem. So ganz unschön mit dem Löffel weg, damit ich euch das nochmal beschreiben kann. Sehr schön würzig. Leichter Biss von Gemüse. Tomate hatte ich jetzt keine. Und das ist das Schöne nochmal, ihr könnt es einfach würzen, wie ihr wollt. Wenn ihr weniger Würze drin haben wollt, macht es leichter. Ich schmecke natürlich das Kichererbsenmehl ein bisschen raus. Es würde kein Mensch der Welt verwechseln mit einer Quiche mit Ei. Das soll es auch gar nicht. Das ist eine Tarte Tatin mit einer schönen Kichererbsenfüllung. Schön cremig, ordentlich Protein, ordentlich lecker. Kalt genauso lecker. Ich verspreche euch, ihr werdet euch darüber freuen. Ein tolles Alltagsgericht, weil es nebenher laufen kann. Probiert es aus. Ganz viel Freude. Bilder blenden wir gleich noch mit ein, wie ich es anschneide. Und lasst es euch schmecken. Lasst mir gerne Kommentare da, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Macht das gerne, freue ich mich sehr. Immer eine tolle Unterstützung. Der Daumen nach oben sowieso. Und ja, wenn ihr Riegel wollt, wie gesagt, Rabattcode steht unten. Würde ich mich freuen und sowieso auf euer Feedback freue ich mich immer. Ganz viel Spaß beim Zubereiten. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.